Hey Leute, herzlich willkommen zum zweiten Video in der Coding-Tutorial-Reihe. Heute gehe ich mal über die Plugins drüber, die ihr bei IDE braucht. Nicht unbedingt braucht, aber sie sind sehr nützlich. Des Weiteren werden wir den Client heute quasi renamen. Sprich, dass wenn ihr den Client startet, das ist halt nicht mehr Minecraft 1.8.8 heißt, sondern eben euer wie euer Client halt heißen soll. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, also als erstes gehen wir über die Plugins, geht hier oben auf File, dann auf Settings oder Control S geht auch, dann geht ihr auf Plugins, ihr seht hier schon installed, ich habe hier das und das Plugin. Die könnt ihr hier einfach mal suchen. Dann ladet ihr euch einmal das hier runter. Ich habe das Ganze schon gemacht. Und dann braucht ihr noch HotSwap. Hier einfach HotSwap Agent. Und wenn ihr das beides macht, ist die Sache, dann könnt ihr, wenn ihr den Client quasi debuggt, was wir im Grunde immer im Hintergrund offen haben, und dann hier im Code was verändert, wird das nicht immer. Aber dann wird es, wenn ihr das neu ladet, das könnt ihr nur durch die Plugins machen, direkt in den Client geladen und ihr müsst es nicht neu starten. Ja, das war es eigentlich schon von den Plugins. Dann ein paar Funktionen in IDE an sich. Ihr seht zum Beispiel schon, hier stehen diese Funktionen, wenn ihr nichts offen habt. Was eigentlich für uns jetzt erstmal wichtig ist, zum Beispiel, ihr könnt mit Double Shift nach allen Klassen suchen, die ihr hier drin habt. Ihr könnt da die zum Beispiel Minecraft-Klasse suchen. Die werden wir heute im Video auch noch brauchen. Und ja, dann könnt ihr mit Steuerung F, da öffnet sich hier so eine Suchleiste, da könnt ihr in der Klasse, in der ihr gerade drin seid, nach Sachen suchen, zum Beispiel Client. Dann wird das Ganze hier halt markiert. Oder Public. Mehr haben wir jetzt hier zwar noch nicht stehen, aber genau, das geht dann. Das werden wir heute auch benutzen. Und ja, das war's jetzt. Jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich anfangen, den Client quasi mit Minecraft zu hooken und zu renamen. Was ihr als erstes dazu mal macht, ist, ihr habt hier die Public Class Client, ja, in diesen Klammern drin. Also für die Leute, die jetzt nicht so Java wissen, da wird der ganze Code quasi aus dieser Klasse gespeichert. Alles da, was ihr darunter setzt, ist, also macht ihr einfach nicht bitte, weil das funktioniert ja nicht. Genau, was ihr als erstes macht, ist, ihr gebt Public ein. Hier seht ihr auch diese automatische oder nicht automatische Vervollständigung, aber es wird direkt angezeigt, was es so für Sachen gibt. Könnt ihr auswählen, könnt ihr Enter drücken. Ihr macht Public, Static, Static, damit ihr aus allen Klassen darauf zugreifen könnt. String, das ist quasi das Format, wo das Ganze dann drin gespeichert wird. Den String nennen wir jetzt Name für den Namen vom Client und der Name soll jetzt in meinem Fall oder sagen wir PvP. Ja, scheiß auf. Machen wir einfach nur Client, ja. Nicht zu verwirrend. Das nennt ihr so, wie ihr euren Client haben wollt. Wir werden das quasi, diesen String, ja, diesen Name-String, den Client, in anderen Klassen benutzen. Da müsst ihr dann den Namen benutzen, den ihr quasi gegeben habt. Nicht jetzt Client. Irgendwas, aber das seht ihr dann. Und dann macht ihr dieses Semikolon da. Das heißt, dass quasi die Zeile abgeschlossen ist und daraus nichts mehr kommt. Und dann macht ihr nochmal ein Public, sorry, ein Public Static String. Den nennen wir Version und die für die Version halt. Und die Version wird jetzt für unsere Zwecke 1 sein. Und was ihr jetzt machen könnt, im Grunde, um das Ganze zu vereinfachen, weil wir hier quasi schon diesen String haben. Ihr könnt
das Ganze hier, ja, sorry, ihr könnt das Ganze hier quasi löschen, Komma machen, dann habt ihr die Version und den String in nur einer Zeile. Das vereinfacht einfach den ganzen Code. So, was ihr jetzt macht, ihr macht quasi nochmal public static, dann void und dann macht ihr startup, diese zwei Klammern und dann macht ihr diese Klammer, drückt Enter, damit ihr da quasi einen neuen Speicher, sage ich jetzt mal, reingemacht habt. Und das ist die quasi dieses Startup-Ding. Das werden wir jetzt wenn wir jetzt Doppelshift drücken, ja, und dann Minecraft, ganz wichtig, ihr müsst ja die richtige Sache wählen, ja, um richtig zu gehen, Minecraft.java, das muss so heißen. Da geht ihr rein und dann sucht ihr nach ungefähr, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier, genau, Zeile 562, das könnte bei euch anders sein. Nach this in-game GUI gleich new in GUI in-game, ja, da macht ihr euch kurz ein bisschen Platz und dort sagt ihr dann euren Client Name. Das ist jetzt, was soll ich jetzt sagen? Ah nein, dann nehmt ihr halt Client aus, so wie ihr das Client Package genannt, die Client Klasse genannt habt. In meinem Fall jetzt Client Punkt, Punkt Startup. Das Ganze wird auch automatisch vervollständigt direkt. Das Ganze könnt ihr jetzt speichern. Ja, Steuerung S speichert alles. Oder hier oben auf das gehen. Und genau, das heißt, euer Client ist mehr oder weniger jetzt in die Minecraft-Klasse verknüpft. Also eure Client-Klasse. So, und um das Ganze jetzt zu prüfen, ob das tatsächlich funktioniert, beziehungsweise um zu überprüfen, ob das Ganze, ja, um zu überprüfen, ob das Ganze geklappt hat, sagt ihr System. Sorry, Punkt, System.out, Punkt Printline. Und dort könnt ihr jetzt was reinschreiben. Ich sage jetzt hier Starting. Ja, machen wir einfach mal Starting plus Name und dann noch plus Version. Und jetzt, wenn alles geklappt hat und ihr den Client runnt, dann seht ihr hier gleich in der Konsole. Genau. Dann seht ihr hier, ach so ja, seht ihr hier Starting Client One. Das Ganze hat jetzt Ingame, sieht man da noch nichts, aber wir wissen auf jeden Fall, es hat geklappt. Und das Ganze ist relativ gut dann. So, das ist jetzt nicht so nice. Ich mache jetzt einfach mal, was mache ich? Ich mache so Version plus Version, save das und starte noch mal schnell. Und dann solltet ihr sehen, Starting Client Version 1. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, überprüft habt, es startet und alles funktioniert, dann kommen wir jetzt dazu, quasi den Client zu rename. Dazu macht ihr eine neue Zeile und sagt display.setTitle. Dort gebt ihr, oder ihr müsst das nicht so machen, aber ich mache das Ganze jetzt so und ich empfehle euch das auch so zu machen, damit ihr, wenn ihr euch nicht mit Java auskennt, nicht verwirrt, sagt ihr Name, das steht für dann, dann wird der Client ausgegeben. Dann macht ihr hier da, oh, natürlich Plus und dann sagt ihr hier mit einem Leerzeichen V, V steht für Version und dann Version, damit hier die hier angegebene Plus-Version, damit die hier angegebene Version auch wiedergegeben wird. Das Ganze könnt ihr saven, den Client starten
Und dann können wir mal schauen, was passiert. Das Ganze wird gestartet. Hier steht jetzt noch Minecraft 1.8.8. Aber wenn der ganze Client gestartet ist, steht hier Client V1. So, wenn ihr das Ganze jetzt hier gemacht habt, dann könnt ihr in der Minecraft Java Class wieder Steuerung F drücken. Ich habe das Ganze jetzt eingegeben gehabt schon, aber dann geht ihr in die Suchleiste, sucht quasi nach Minecraft 1.8.8. Hier, wenn Display.setTitle das Ganze ist, dann seid ihr hier richtig. Ja. Und das hier, beziehungsweise das wird halt, das ist das, was hier lädt. Dort, das könnt ihr rauslöschen. Und dann sagt ihr, jetzt in meinem Fall, ich will sagen, Loading, dann ein Leerzeichen plus Client für die Client-Klasse Punkt Name. Das wird dann hier direkt so angezeigt und dann passt es. Das hier müsst ihr halt dementsprechend anpassen, wenn das Ganze bei euch nicht Client heißt. Dann könnt ihr das saven. Und jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben und den Client starten, wird, wenn das Ganze gebaut ist, hier angezeigt Loading Client. Und dann Client V1. Und es funktioniert alles perfekt. So, dann würde ich sagen, das war es im Grunde jetzt mit der Folge. Viel mehr würde ich jetzt gar nicht noch dazu packen. Mal schauen, was in der nächsten Folge kommt. Falls ihr Probleme hattet, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch da zu helfen. Schreibt auch gerne rein, wenn alles bei euch perfekt geklappt hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.